Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem normalen Commentary. Wow, das ist schon Jahre her, gefühlte Jahre her, dass ich mal wieder normal ins Mikrofon gesprochen habe, ohne nebenbei zu spielen und irgendwas zu labern. Nee, dieses Mal, ja, mache ich ein Commentary. Ich schaue mir mein eigenes Gameplay an und rede dazu. Es ist schon eine Weile her, ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Schnauze voll von diesen Commentaries gehabt, weil ich zum einen keine Gameplays hatte und sehr ungern Gast-Gameplays nahm. Keine Gameplays hatte, weil ich einfach keine Motivation sah, COD zu spielen. Ich weiß nicht, ich meine, was hätte ich denn spielen sollen? Black Ops 2, ich weiß nicht, ich hatte einfach nicht die Motivation. Die Motivation habe ich damals verloren, leider. Und ja, sie ist wiedergekehrt mit Advanced Warfare. Ich zocke das Spiel so oft ich kann, also ziemlich oft. Auch wenn ich noch nicht mal im ersten Prestige bin, aber das hat andere Gründe. Und ja, ich dachte mir, ich mache wieder ein Commentary, jetzt wo ich auch eigene Gameplays ja spielen kann und so weiter und so fort. Denn ja, ich mag Commentaries, nur ich meine, wieso nicht Real-Life-Videos machen? Real-Life-Videos sind auch geil, vor allem wenn man keine Gameplays hat, aber jetzt, da ich Gameplays habe, kann ich natürlich gerne wieder ein Commentary machen. Daumen hoch, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Heute werde ich über meine bisherigen Erfahrungen hier in Call of Duty Advanced Warfare sprechen. Aber vorher wollte ich noch was zum Gameplay sagen, und zwar spielen wir auf Terrasse, oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und ihr seht, ich bin eigentlich, ich hoffe, ich darf das so sagen, ohne dass ich gleich eingebildet klinge, aber relativ gut in dem Game. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr, sehr gerne Spiele mag, die schnell funktionieren, also wo man wirklich schnell agieren muss. Und wenn man schneller agiert als jemand anders, dann killt man ihn einfach. Und keine Ahnung, ich bin eigentlich ziemlich gut in solchen Reaktionszeit-Dingern, wenn ihr versteht. Und ja, deswegen, das Spiel ist einfach irgendwie mein Game. Ich mag es sehr, sehr gerne. Also ich zocke es auch wirklich so oft ich kann. Und ja, das war jetzt da total dämlich, dieser Scheißvorhang. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Hin oder her, ja. Ja, meine bisherigen Erfahrungen. So, ich bin im Moment Level fast 40. Und jetzt stellen sich einige die Frage, ja, wenn du es so toll findest und das Spiel sogar früher hattest, ich hatte es ja schon eine Woche vorher, wieso bist du noch nicht Prestige? Verarschen kannst du dich selber. Das könnte man denken. Ihr müsst aber bedenken, dass wenn ich ein ganz normaler Zocker wäre, also jetzt einer wie du und dein Nachbar und deine Freunde, quasi, die einfach nur zocken, dann wäre ich schon im 10. Prestige. Also, naja, nicht wirklich, aber ich wäre auf jeden Fall hoch, sagen wir so. Allerdings bin ich YouTuber und ich, die meiste Zeit von mir geht aufs Editing meiner Videos. Ich bearbeite sehr viele Videos und ja, dann komme ich nicht dazu zu spielen, weil ich einfach mehrere Stunden bearbeite. In der Zeit, wo ich spielen könnte, bearbeite ich. Und ich kann leider nicht beides. Ich kann nicht zocken und bearbeiten. Ich glaube schon, können das. Ja, die sind ja Multitasking. Ja. Ich glaube, die Frauen könnten das. Keine Ahnung, ob die das können. Aber wenn ja, dann ist das toll. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich kann es nicht. Deswegen bin ich gerade mal Level 40. Aber ja, wenn ich, also ich spiele es wirklich so oft ich kann und ich habe jetzt auch schon, ich sag mal so, ich kann noch kein Fazit ziehen, weil ich das Spiel noch nicht so gut kenne, aber ich kann meine bisherigen Erfahrungen sagen, und zwar sind es die, dass, das ist das COD, wo ich einfach mal wieder Spaß habe, wenn ihr versteht. Ich habe einfach mal wieder Spaß zu zocken, weil das letzte COD, wo ich wirklich Spaß dran hatte, war Modern Warfare 2. Das war vor mehreren Jahren. Da habe ich noch nicht mal YouTube gemacht, als ich damit angefangen habe. Und ich wurde regelrecht süchtig danach und habe gezockt bis zum 10. Prestige. Das war immer mein Ziel. Und natürlich Nukes zu bekommen. Und ja, das habe ich wieder. Ich habe es einfach wieder, das Gefühl. Es ist schon, ich hätte es nicht glauben können. Ich habe das Spiel nicht gehypt. Ich habe nicht drauf gewartet, auf das Spiel. Ich habe nicht die Tage gezählt, wie manch anderer. Ganz kurz. Ich hoffe, ich vergesse nicht, was ich sagen will. Aber ich wollte das gerade erwähnen. Ich hasse es, wenn ich nachlade und er die Animation nicht beendet. Und ich dann schießen will, weil ich es eilig habe, weil ich ihn töten will. Und ich keine Munition mehr habe, weil die Animation nicht beendet wurde. Das hasse ich extrem. Mich würde interessieren, bei wem das auch so ist. Keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der es nicht schafft, zu einem nachzuladen. Naja. Auf jeden Fall, es ist wieder nach langer Zeit so ein Gefühl bei mir, dass ich so sage, wow, ich will ernsthaft was erreichen in dem Game. Und ich hatte das lange nicht mehr in dem Game. Ich hatte das wirklich lange nicht mehr. Vor allem nicht in einem COD. Das ist für mich, ich weiß nicht, dass ich das vor allem privat spiele. Ich meine, Black Ops 2 habe ich nie privat gespielt. Ich habe lieber andere Spiele gespielt. Die einfach mehr Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel Mario und sowas. Und auf einmal habe ich extrem Spaß am Spielen. Und was ich auch extrem witzig finde, ist,
dass ich bei anderen Videos oder bei meinen Videos in den Kommentaren lese, ja, der Sound ist so scheiße, das Spiel ist scheiße. Die Leute versuchen, das fertig zu machen am Spiel, was am besten ist. Und der Sound ist wirklich sowas von geil. Ich finde, das Sound macht das, macht mich nach dem Spiel richtig, richtig süchtig. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe es, diesen Hitmarker-Sound zu hören und diesen Kill-Sound und dieses... Ich kann es nicht beschreiben, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich finde Sound ziemlich, ziemlich wichtig im Spiel. Deswegen bin ich glücklich, dass der Sound so gut ist, ja, ja. Ja, dieses Spiel macht auf jeden Fall sehr süchtig. Auch ich werde eine Nuklear versuchen oder eine DNA-Bomb. Das werde ich auf jeden Fall schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich schaffe es irgendwie immer. Damals, als ich angefangen habe, das war in Modern Warfare 2, habe ich auch immer die Nuke versucht. Die Atombombe war das damals. Das waren 25 Kills, allerdings mit Killstreaks. Und ich habe es dann auch geschafft. Das Ding ist, ihr müsst bedenken, der erste Versuch ist immer sehr schwer. Ich habe bis jetzt noch keine erreicht, auch keine Nuklear. Weil ich erst das Spiel kennenlernen musste. Denn, naja, ich muss auch die Sachen kennenlernen, um zu wissen, was für, zu mir passt. Zum Beispiel eine 6er Empfindlichkeit habe ich und so weiter und so fort. Ich weiß halt alles, was mir gefällt, alle Aufsätze, die mir gefallen, und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, und zwar, am Anfang ist es so, wenn ihr eine DNA-Bomb versucht, dann schafft ihr es nicht, weil ihr es unbedingt wollt, aber irgendwann schafft ihr es doch. Ihr werdet merken, nachdem ihr die erste DNA-Bomb oder die erste Nuklear bekommen habt, ich glaube, ja, Nuklear lässt sich auch leichter erreichen übrigens, dann schafft ihr auf einmal die zweite einfacher. Und nachdem ihr die zweite geschafft habt, schafft ihr auch die dritte einfacher. Und das geht immer so weiter. Ihr werdet einfach immer mehr schaffen, immer mehr schaffen, immer mehr schaffen. Und irgendwann ist es für euch zwar trotzdem noch was Besonderes, weil es ja auch wirklich schwer ist in dem Game. Es ist wirklich schwer, das Game ist ziemlich schwer, aber dazu komme ich gleich noch. Aber irgendwann könnt ihr es. Deswegen einfach nicht aufgeben, einfach weitermachen. Und natürlich müsst ihr den Skill rausholen, den benötigten Skill, dass ihr zum Beispiel ein gutes Aiming habt und so weiter und so fort. Und auch die Zweikämpfe gewinnt, das ist sehr wichtig. Und wisst, wo sich die Gegner befinden und so weiter und so fort. Aber nachdem ihr das geschafft habt, nachdem ihr ein bisschen geübt habt und so weiter und so fort, das kommt mit dem, je mehr ihr spielt, desto mehr kommt es, dass ihr auch besser werdet. Und dann schafft ihr es immer und immer wieder. Und das ist das Geheimnis. Also das ist... Ja, weil wenn man es wirklich haben will, dann schafft man es meistens nicht, aber irgendwann schafft man es dann doch. Und da man es dann doch irgendwann geschafft hat, kann man sagen, ich habe es geschafft. Und beim zweiten Mal will man es nicht mehr so sehr, sondern man erhofft sich eine nur, aber man will es nicht mehr so sehr und dann schafft man es noch wahrscheinlicher. Ja, jetzt zur Schwierigkeit des Spiels. Und zwar, dieses Spiel ist ziemlich, ziemlich, ziemlich schwer. Es ist ziemlich schwer. Denn es ist nicht mehr so, dass die Gegner von einer Ebene kommen können, nein. Sie können jetzt fliegen, sie können auf den Dächern sein, sie können unter euch sein, sie können über euch sein, sie können überall einfach sein irgendwie. Es ist komisch, es gibt auch ein paar Häuser, zum Glück nicht so viele, das liebe ich in dem Game, dass es nicht so viele Fenster gibt, denn es nervt wirklich. Fenster sind das Schlimmste in COD, finde ich. Also Fenster nerven einfach, Fenster braucht kein Mensch, keiner. Ich muss kurz meinen Mund strecken. Ich weiß nicht, wer das kennt, man muss sich ja dehnen, ne? Ich muss meinen Mund manchmal dehnen, indem ich einfach so richtig weit gehne. Das hilft extrem. Liebe, ist das so dumm, ja, ja. Also das Spiel ist, wie gesagt, ziemlich schwer, weil die Gegner aus so vielen Richtungen kommen können. Aber, wie gesagt, es ist einfach nur eine Übungssache und eine kleine Skill-Sache. Natürlich gehört das auch dazu, Skill und dass man einfach geboren wurde fürs Zocken. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass man... dass Zocken auch Skill ist. Ganz ehrlich, bin ich fest davon überzeugt, weil, ja, das ist einfach Skill. Zocken ist auch, ich weiß nicht, es ist einfach Skill, ganz einfach. Wenn man so geboren wird als guter Zocker, dann kann man auch gut zocken. Und wenn nicht, dann kann man es üben. Aber man wird nie so gut wie einer, der übt und da, ne, dazu geboren ist. Daumen hoch, wenn das auch so sieht. Ich weiß nicht, ich finde, Zocken ist ein Talent irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es einfach so. Naja, wie gesagt, ist alles eine Übungssache, egal wie schwer das Spiel ist. Und ja, der Durchschnitt ist ja immer 1. Also 1 ist der Durchschnitt. Und nachdem ihr eine bessere KD als 1 habt, seid ihr über dem Durchschnitt. Ich habe eine KD von 1,5, weil ich am Anfang ziemlich verkackt habe. Am Anfang bin ich ziemlich auf negativ gegangen. Ich habe es einfach nicht gecheckt, das Spiel, was ich alles machen kann und so weiter und so fort. Habe mich dann übrigens entschieden, mit einer höheren Empfindlichkeit zu spielen, denn es ist sehr wichtig, hier eine höhere Empfindlichkeit zu haben, ist sehr wichtig. Ich empfehle Leuten die Empfindlichkeit von 5 bis 8. Ich spiele selber auf 6. Aber wie gesagt, 5 bis 8 ist eine sehr, sehr gute Empfindlichkeit. Wow, Baby.
Hier hole ich jeden weg einfach mal. Also ist ziemlich cool. Also er sieht auch alles ziemlich cool aus. Aber ja, ich dachte am Anfang, ja, es gibt so viele Fernkämpfe. Ich will unbedingt, ja, genau, das will ich unbedingt. Das wollte ich sagen. Ja, ja, das wird gut. Nee, ich will unbedingt Gegner aus der Distanz töten. Deswegen auch eine niedrigere Empfindlichkeit. Aber das muss gar nicht sein. Ihr müsst einfach euer Aiming üben mit besserer Empfindlichkeit. Hier ist es sehr wichtig. Also, schraubt eure Empfindlichkeit ein bisschen nach oben, weil es kann auch manchmal passieren, dass ihr gegen zwei Gegner spielen müsst. Vor allem auch die Gegner fliegen rum. Auf einmal ist der Gegner oben und dann die nächste Sekunde wieder unten. In der Zeit, in dieser einen Sekunde, müsst ihr wieder unten sein, so seid ihr tot. Und nachdem ihr den Gegner ermordet habt, müsst ihr euch sofort um eure Rettung kümmern, wenn ihr an der falschen Position seid. Eine Sache noch, und zwar hätte ich das Gameplay natürlich viel besser abschneiden können, aber ich wollte das Gameplay gewinnen, aber ich habe dann trotzdem noch verloren, was ziemlich, ziemlich scheiße war. Aber das ist halt das Ding, ich schneide zwar ganz gut ab, aber ich will mich auch um die Flaggen kümmern, wenn ihr versteht. Ich will nicht nur einen guten Score haben, ich will auch die Spiele gewinnen. Und hier habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass ich dann noch verloren habe. Aber ich hoffe, euch hat das Commentary nach langer Zeit mal wieder gefallen. Lasst mich wissen, also in den Kommentaren, wenn ihr mehr von diesen Commentaries sehen wollt. Denn Gameplay-technisch sollte das nicht mehr das Problem sein. Es ist jetzt ein 49-14. Ganz in Ordnung, ganz okay, würde ich sagen. Nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht schlecht. Ich schätze mal, es ist besser als der Durchschnitt. Deswegen, es ist toll, ja, ja. Und bessere Gameplays werden natürlich auch noch kommen, keine Sorge. Also, wenn euch das Commentary gefallen hat, bewertet es mit einem Daumen nach oben. Und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, mit was ihr so zockt, wie ihr das Spiel findet und so weiter und so fort. Ich bin gespannt auf eure ganzen Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss. Ja, ja, ja.